Wenn es um Stress geht, nehmen wir unsere Gefühle und Gedanken wahr. Es ist wie bei der Pflanze hier. Alles, was du sehen kannst an der Pflanze, sind deine Gefühle und deine Gedanken. Die nimmst du wahr, du weißt, was du denkst und du fühlst, was du fühlst. Aber unterdrunter befindet sich noch etwas, was wir jetzt hier auch nicht sehen können. Und so ist es auch mit unserem Bewusstsein. Es gibt die Gefühle, die Gedanken, die uns einfach bewusst sind, aber in unserem Unterbewusstsein verstecken sich auch viele Gedanken, Glaubenssätze, Ängste, deren wir uns nicht bewusst sind. Darum geht es bei dem Thema Entspannung und Stress, diese Sache uns bewusst zu machen. Und wenn du dir erstmal das bewusst gemacht hast, schaffst du auch, deine Gedanken und Gefühle zu ändern. Ansonsten würdest du das hier immer abschneiden wollen, aber die Blume würde ständig wieder rauswachsen. Das heißt, wir müssen hier drinnen arbeiten, um obenrum eine langfristige und einfach wirklich das gewünschte Ziel zu erreichen.